kommen wir zu der besten Lektion in Mathe. Wenn du dir diese Gleichungen anschaust, sind das Gleichungen, die du in der Klasse 6, Klasse 7, 8 und 9 hast. Und alle diese Gleichungen haben etwas gemeinsam. Alle haben entweder ein Mal, ein Geteilt, ein Plus in sich. Jeder einzelne von denen über die ganzen Jahre hinweg. Wenn du lernen könntest, wie man alle diese Gleichungen, wie man mit denen umgeht, dann hättest du also für viele Jahre einen unglaublichen Vorteil. Deshalb nenne ich das die beste Lektion, die es gibt. Wie geht man damit um? Und das ist das Thema dieses Videos. Hier hast du eine Gleichung, lineare Funktion, Klasse 9. Pythagoras, auch meistens Klasse 9. Prozentrechnung, Klasse 7 und 8. Kreisrechnung, Klasse 9. Umfang eines Rechtecks, Klasse 6. Fläche eines Rechtecks, auch Klasse 6. Flächenformel, Trapez, auch Klasse 7, 8. Kreis, Winkelsumme im Dreieck. Alle haben die gleiche Basis. Alle haben ein Mal, geteilt oder Plus. Das heißt, wenn du jetzt in diesem Video siehst, wie man das löst, hast du die ganzen Jahre hinweg ein unglaublich starkes Tool, das dir in Mathe hilft. Aber bevor wir loslegen, musst du dich immer bei diesen Gleichungen entscheiden, was machst du? Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie man mit diesen Gleichungen rechnet. Eine davon ist das, was du brauchst. Du kannst nicht beide gleichzeitig benutzen. Und das musst du einmal verstehen, was ich damit meine. Bei all diesen Gleichungen ist es nämlich so, dass du einen dieser Buchstaben ausrechnen sollst. Es tauchen nämlich ganz viele Buchstaben in meinen Gleichungen auf. Hier sind es 3, hier sind es auch 3, hier sind es 2, hier sind es auch 3, hier sind es auch 3. Aber es ist immer so, dass du 2 von denen hast und den dritte zum Beispiel berechnest. Oder bei der hier hast du 2 gegeben und musst das dritte berechnen. Du musst immer nur eine Sache berechnen und das andere, da werden dir Zahlen vorgegeben. Und du musst dich einfach entscheiden, brauche ich den Buchstaben, der schon alleine steht, der linke, oder ist mein Buchstabe eine Aufgabe, den ich brauche auf der rechten Seite? Das ist das, was du dich fragen musst. Wenn es nämlich so ist, dass du den Buchstaben auf der linken Seite brauchst, ich habe mir jetzt mal hier eine Formel ausgesucht, G mal H, die Fläche eines Parallelogramms, wenn ich also das A brauche und das die Aufgabe ist, dann kann ich die Werte nehmen, die mir gegeben werden in der Aufgabe. Hier habe ich mir mal 4 und 5 ausgesucht und setze die hier ein. G ist 4, ich schreibe in den zweiten Schritt nicht G, sondern 4. Und für H setze ich 5 ein. Dann kann ich hier einfach 4 mal 5 rechnen und habe mein A schon. 4 mal 5 kann man hier im Kopf lösen, wenn es kompliziertere Zahlen sind, nehme ich halt den Taschenrechner und bin fertig. Man braucht gar nichts darüber groß mehr wissen, wenn der Buchstabe schon alleine steht. Häufig ist es aber so, dass der Buchstabe gar nicht der ist, der hier vorne steht, den man braucht, sondern es ist einer der hinteren. Dann könnte die Gleichung zum Beispiel so aussehen, nichts wie das von gerade, sondern man gibt hier zum Beispiel die Fläche, 132, A steht immer für eine Fläche, und Höhe ist zum Beispiel 5. Dann würde man die 132, da das hier A ist, hier vorne einsetzen, 132. G haben wir jetzt hier bei diesem Beispiel nicht. Und 5 setze ich hinten ein. Und jetzt siehst du, das kann ich jetzt so nicht komplett in den Taschenrechner eingeben. G mal 5 kann ich auch nicht in den Taschenrechner eingeben. Also kann ich das nicht sofort, sage ich mal, eintippen und ausrechnen. Wenn das der Fall ist, dass ich hier das G brauche und das G steht nicht alleine auf der rechten Seite, dann brauche ich hier dieses G. Und wie komme ich da hin? Man muss irgendetwas machen, man nennt es auflösen oder umformen, um an dieses G ranzukommen. Das ist der zweite Schritt und darum geht es auch heute in diesem Video. Also, nochmal ganz kurz. Du musst dich immer entscheiden, welche dieser beiden Sachen ist es. Ist es der linke Buchstabe? Oder ist es einer, der auf der rechten Seite steht, der nicht alleine ist? Wenn er alleine steht, dann darfst du einfach einsetzen und ausrechnen. Wenn es
so aussieht, musst du auch zwar einsetzen, kannst aber nicht sofort ausrechnen, musst erst umformen. Das sehen wir gleich, wie das geht. Das einmal vorab, das ist immer der erste Schritt, weil viele Schüler wissen erstmal nicht, dass es das hier überhaupt gibt. Die merken dann irgendwie, dass es irgendwie kompliziertere Geschichten gibt und leichtere Geschichten, vermischen das dann. Ja, das ist das. Wenn du das jetzt lernst, wie man diese beiden Möglichkeiten lernt, dann kannst du alle diese Gleichungen lösen. Einfach so, weil die alle auf die gleiche Weise funktionieren. Los geht's. Erstes Beispiel. Ich habe mir hier mal die Umfangsformel von einem Rechteck vorgenommen und möchte mit der umgehen, mehr möchte mit der rechnen. Ich habe dir zwei Zahlen hier gegeben. A ist 5 und B ist 3. Welcher Buchstabe, welchen da kann ich denn jetzt hiermit ausrechnen? Wenn du siehst, dass ich A hier habe und B hier habe und das die beiden Zahlen sind, dann kommt die 5 hier rein und die 3 kommt hier hinten rein und U ist der einzige Buchstabe, der fehlt. Also U ist gesucht bei dieser Aufgabe. Das ist die erste Sache, die ich feststellen muss. Meistens steht es schon in der Aufgabe und jetzt siehst du, U steht schon alleine. Das heißt, es ist der erste der Fälle, die ich gerade hatte. Ich kann also einfach U schreiben. Ich kann hier zweimal und zweimal einfach abschreiben. A ist 5, kann ich einsetzen. Und B ist 3, kann ich auch einsetzen. Jetzt kannst du das hier einfach direkt komplett ausrechnen. Entweder mit Taschenrechner oder im Kopf. 2 mal 5 sind 10, 2 mal 3 sind 6, 16 und du bist fertig. Du brauchst also hier nichts weiter tun. Das ist der erste Fall, den wir hatten. Dieser hier. Einfach rechts einsetzen und Taschenrechner machen lassen oder im Kopf rechnen. Ja. Wichtig ist hier Punkt vor Strich, dass du nicht 5 plus 2 irgendwie rechnest. Die Regel kennst du aber wahrscheinlich schon, wenn du in diesem Video bist. So, wenn es der zweite Fall ist, dass du den rechten Buchstaben brauchst, gibt es eine todsichere Methode, wie du zur Lösung kommst. Es gibt auch Gleichungen, wo das nicht funktioniert. Die tauchen aber in der 5., 6., 7., 8. Klasse so gut wie niemals auf. Also es gibt nur hier einen Spezialfall bei dieser Formel, wo ich einen Bruch, also geteilt habe, und eine Summe, also Plus, wo das beides zusammen auftaucht. Dort klappt es nicht sofort. Bei allen anderen, die ich hier sehe, würde diese Methode sofort funktionieren. Wenn du wissen möchtest, wie man diese Gleichung gleich auflöst, alle, also vorgemacht, dann bleib bis zum Ende des Videos dran. Dort kriegst du alle einmal im Schnelldurchlauf nach allen Buchstaben aufgelöst. So, und die Methode funktioniert folgendermaßen. Du fragst dich, welchen Buchstaben du ausrechnen musst. Also ist es der rechte oder der linke? Das hatten wir gerade schon. Und wenn es der rechte ist und der nicht alleine steht, einfach Werte erstmal einsetzen. Ja. Und dann gehst du folgende Schritte durch. Hast du ein Plus oder ein Minus? Wenn ja, dann musst du die erstmal zuerst verschieben. Was das bedeutet, siehst du gleich. Wenn du das gemacht hast, dann rechnest du mal und geteilt und konzentrierst dich darauf. Bist du meistens schon mit den Gleichungen fertig. Wenn du noch ein Hoch 2 in der Gleichung hast, in der Klasse 9 gibt es sowas häufiger, dann musst du im letzten Schritt Hoch 2 und Wurzel benutzen. Immer diese Reihenfolge, die ist gut. Ja, die ist wichtig, weil viele rechnen hiermit, starten damit. Oder machen am Ende Plus und Minus. Dann kommt was Falsches raus. Also an diese Reihenfolge musst du dich halten. Und wie die funktioniert, siehst du jetzt. Wir machen mal ein Beispiel. Gleiche Formel. Jetzt siehst du, ich habe hier U12 und A5. So, welcher Buchstabe? Das war das erste hier. Welchen Buchstaben werde ich ausrechnen? Wenn ich U habe und A habe, fehlt mir nur noch B. Funktioniert so, dass du am Ende, wenn wir hier fertig sind mit dem Umformen oder Auflösen, B auf dieser Seite alleine steht und auf dieser Seite eine Zahl auftauchen wird. Und das ist dann die Lösung. So. Wie funktioniert's? Einsetzen ist der zweite Schritt. 12 für U. Zweimal schreibe ich ab. A ist 5. Plus 2. Und B habe ich nicht. Wenn hier nichts dazwischen steht, musst du dir merken, dass dort immer ein Malzeichen verborgen ist. Brauchst du jetzt an der Stelle nicht hinschreiben. Ist aber wichtig, damit du am Ende weißt, wie man damit umgeht.
So, jetzt sind wir schon mal so weit. Nächster Schritt. Du guckst dir an, ob du ein Plus und ein Minus hast. Ja, ich habe hier ein Plus. Warum ist das wichtig? Wenn ich diese Gleichung löse, schaue ich mir an. Das hier ist ein Block, der auf der linken Seite alleine steht. Das ist ein Block, der steht links vom Plus. Das ist ein Block, der steht rechts vom Plus. Diese Blöcke kann ich jetzt nach links und nach rechts verschieben, wie ich möchte. Deshalb ist das wichtig, dass ich mir das vorher überlege, damit ich diese Blöcke auch wirklich sehe. Ja? Also 5 und 2, die gehören hier nicht zusammen wegen der Punkt- und Strichrechnung. So, wenn ich jetzt diese Blöcke habe und mir Plus und Minus überlegt habe, könnte ich Folgendes tun. Ich kann diesen Block hier nehmen und den auf diese Seite drüber packen, damit schon mal das hier auf der rechten Seite nicht stört. Und 2b ist dann von dem b alleine gar nicht mehr so weit weg. Ja, deshalb diesen Schritt zuerst überlegen. Was steht in diesem Block? Du darfst das auch direkt ausrechnen, bevor du es rüberpackst. Du könntest es auch erst rüberpacken und dann ausrechnen. Das ist nicht so wichtig. Das kann man gut im Kopf sehen, dass das eine 10 ist. Und die packe ich jetzt auf die andere Seite. Das heißt, ich mache hier einen Befehlstrich. Hier sehe ich die 10 und rechne nicht plus 10. Sondern, wenn ich ein Plus sehe, rechne ich minus 10, das Gegenteil davon. Das ist der wichtigste Trick beim Auflösen. Auf der anderen Seite steht jetzt eine 12, minus 10 ist 2. Ja, das ist der erste Schritt beim Auflösen bzw. wenn du jetzt umformst. Du versuchst, alles, was hier steht, auf die linke Seite zu bringen und startest mit dem Block, wo das B nicht drin ist. 2 mal 5. Und dann schreibst du das hier hin. Und das Rechenzeichen drehst du um. Den Schritt brauchst du wahrscheinlich ein paar Mal machen, bevor du den verstehst. Aber dann hast du es drin. 12 minus 10 rechnest du dann aus und hast 2. Auf der Seite steht jetzt nur noch 2 mal b. Wir sind mit diesem Schritt jetzt hier fertig und rechnen jetzt weiter. Wir sehen jetzt, dass dort eine 2 mal steht. Die müssen wir auch noch wegkriegen, dann ist das b alleine. Die 2 schreibe ich wieder hier hin, genauso wie ich die 2 mal 5 hier hingeschrieben habe. Und da steht ein Mal. Und wenn da ein Mal steht, mache ich ein geteilt raus. Das Gegenteil. So, und dann geht es wieder so weiter. Ich nehme die linke Seite, 2. Und mach das hier, geteilt durch 2. 2 geteilt durch 2 ist 1. Das ist die Methode, die wir hier üben. Ja? So, wir machen die jetzt noch einmal zusammen, beziehungsweise du allein. Du kannst jetzt ein Blatt Papier nehmen und mal gucken, ob du das mit dem Beispiel jetzt selber hinkriegen würdest oder nicht. Kannst du auch das Video pausieren, zurückspulen, erst nochmal angucken, wie ich es gemacht habe. So. Wie würdest du das hier rechnen, wenn ich jetzt hinschreibe, b ist 3? Du kannst einmal das Beispiel durchrechnen und dann mit mir vergleichen. Pausiere an der Stelle von mir aus das Video. So, wie geht das? Als erstes, welchen Buchstaben? Wenn b gegeben ist und u gegeben ist, ist am Ende a der Buchstabe, den ich brauche. Dann Werte einsetzen. 12. 2 mal a habe ich jetzt nicht. Das Plus abschreiben. 2 abschreiben. B ist 3. Und nicht vergessen, hier zwischen kommt wieder das Malzeichen. So, dann gucke ich meinen Plus an. Habe ich hier. Das heißt, ich weiß, dass meine Blöcke einmal hier stehen und hier stehen. So, die darf ich verschieben. Was macht Sinn zu verschieben? Das hier nicht, weil A möchte ich alleine stehen haben, den noch nicht anrühren, damit das am Ende erst passiert. Erst muss alles andere weg. Die 12 steht schon auf der anderen Seite, das ist gut. Das, was auf der rechten Seite stört, ist die 2 mal 3. 2 mal 3 ist 6.
Hier steht ein Plus, ich rechne Minus, das Gegenteil, um es auf die andere Seite zu bringen. Dann sieht das so aus, 12 minus 6 ist 6. Also immer erst die Seite nehmen und dann das machen, was hinterm Strich steht. Dann steht da 2 mal a, das ist übergeblieben. Und jetzt nur noch die 2, die muss weg. Schreibe ich die 2 hier hin und das mal mache ich geteilt. Dann sieht das so aus. Wieder die linke Seite nehmen und das hier tun. 6 geteilt durch 2 ist 3. Und du bist fertig. Ich hoffe, du hast es jetzt richtig. Ansonsten das Beispiel einfach normal versuchen zu lösen. So, weiter geht's. Klasse 9, haben wir so eine Gleichung, sieht anders aus. Löst man aber auf die gleiche Weise. So, erstens überlegen wir uns, welchen Buchstaben brauchen wir am Ende. Hier habe ich a gegeben und das bedeutet, dass ich r nicht habe und pi, wenn du diese Formel schon kennst, ist einfach nur eine Zahl, die 3,14 lautet. Auch wenn das wie ein Buchstabe aussieht, ist auch einer, der steht immer für diese Zahl. Das heißt, ich könnte hier auch a gleich 3,14, kommen noch ein paar Stellen dahinter, die wir jetzt hier uns sparen, mal r hoch 2 schreiben, wäre das genau das gleiche. Und wenn ich a gegeben habe, dann fehlt mir r. So, r möchte ich am Ende alleine stehen haben. Einsetzen, zweiter Schritt, 40 hier rein und auf der Seite steht pi mal r hoch 2. Habe ich ein Plus und Minus? Hier habe ich keins, also kann ich diesen Schritt überspringen. Habe ich ein Mal oder geteilt? Ja. So, wenn ich R alleine haben möchte, muss das hier weg und die 2 muss weg. Hoch 2, das ist das mit dieser hier, das kommt am Ende erst, laut dieser Liste. Also muss ich mich um das Mal und das Pi kümmern. Pi schreibe ich, also diese Zahl 3,14, auf diese Seite in einem Befehlstrich und aus dem Mal mache ich ein geteilt. Auf der anderen Seite kann ich das jetzt ausrechnen mit dem Taschenrechner 40 geteilt durch Pi oder 40 geteilt durch 3,141 und bekomme 12,73 raus. Was krummes. Hier steht R hoch 2. Letzter Schritt. Hoch 2 muss weg, dann steht alleine das R auf der rechten Seite. Das mache ich mit der Wurzel. Und Wurzel aus 12,73 ist 3,57 gerundet. Und du bist fertig. Die Gleichung kannst du vielleicht jetzt noch nicht in Klasse 6 und Klasse 7 sofort lösen, weil du jetzt noch keine Erfahrung hast, was hoch 2 bedeutet. Und das Pi hast du vielleicht auch noch nicht gesehen. Aber für die, die schon etwas älter sind und diese Gleichung kennen, ist das hilfreich, diesen Schritt halt auch noch zu kennen. So, sonst reichen dir für Klasse 6, 7, 8 und für viele Gleichungen auch in der 9, 10 die ersten beiden Schritte. So, wie sieht das mit dieser Gleichung aus? Welchen Buchstaben brauchst du hier? Wieder das R, weil U hast du und Pi ist wie gesagt nur eine Zahl, also R. Einsetzen, 14. Den Rest abschreiben, 2 mal Pi und hier mal R. Haben wir ein Plus und Minus? Nein. Haben wir mal? Auf jeden Fall. R soll alleine stehen, das heißt die beiden, die müssen weg. Ich rechne geteilt durch 2. Ich könnte jetzt auch geteilt durch Pi rechnen, ich habe mich jetzt einfach mal für die 2 entschieden. Und aus Mal mache ich geteilt. 14 durch 2 ist 7. Jetzt steht hier Pi und R alleine. Pi muss ich auch wegmachen, also diese 3,14. Und aus Mal mache ich wieder geteilt. 7 geteilt durch Pi ist, also im Taschenrechner eintippen, 7 geteilt durch 3,14 ist in etwa 2,23 gerundet. Wenn das hier weg ist, dann bleibt er alleine, das heißt, wir sind schon fertig. Du siehst, auch diese Gleichung lässt sich mit diesen drei Schritten oder vier Schritten einfach lösen. Ja, Klasse 8, Klasse 9,
kommt dir diese Gleichung mal entgegengeflogen? Da geht es um Koordinatensysteme und Linien, die man zeichnet und wenn solchen Gleichungen beschreiben kann. Und soll an dieser Stelle nicht wichtig sein, die lineare Funktion an sich, aber der Umgang mit der Gleichung schon. So, wie sieht das hier aus? Welchen Buchstaben würdest du hier ausrechnen? Viele Schüler fangen dann sofort an zu rechnen, setzen die 3 für Y ein, für M 4, schreiben das hier dann so ab, ist ja auch richtig eingesetzt, und wundern sich dann, dass sie zu keinem Ergebnis kommen. Oder einige Schüler kommen dann zu Ergebnissen und schreiben dann hier einfach eine Zahl hin oder hier einfach eine Zahl hin. Das macht keinen Sinn, weil in dieser Gleichung hier hast du jetzt 2 Buchstaben über. Das heißt, du kannst diese Frage gar nicht eindeutig beantworten. Wenn das so ist, dann hast du irgendwo einen Fehler gemacht. Entweder ist es eine Fangfrage vom Lehrer, wie von mir jetzt, oder du hast einen Wert übersehen, den du einsetzen kannst. Also merke dir, diese Frage musst du wirklich eindeutig beantworten können. Du musst einen Buchstabe dir ins Auge springen, der noch keine Zahl hat. Wenn in der Aufgabe das nicht auftaucht, dann hast du diese Zahl übersehen. Ja. Ich gebe dir jetzt hier eine Zahl zusätzlich, zum Beispiel x gleich 2. Und jetzt siehst du, das n kommt hier nicht drin vor. Das heißt, am Ende werden wir n ausrechnen. Y einsetzen, 3. M einsetzen, 4. Mal abschreiben, x ist 2 und auf der Seite steht n. Und du siehst, diese Gleichung sieht sehr ähnlich aus zu der Gleichung hier. Zahl, dann kommt hier eine Malaufgabe, hinten steht nochmal eine Zahl. Also egal welche Klasse, die Gleichungen sehen sehr ähnlich immer aus. N soll alleine stehen, das heißt, das hier muss weg. Werte haben eingesetzt, wir gucken uns also Plus und Minus jetzt an. Hier haben wir unsere Blöcke wieder. 4 und 2 gehören zu einem Block, weil das Plus trennt die Blöcke immer voneinander. Das hier darf ich jetzt auf diese Seite packen. Also wieder einen Strich machen. 4 mal 2 ist die 8. Ich rechne minus 8. 3 minus 8 ergibt minus 5. Und schon ist das n alleine. Braucht den hier gar nicht mehr. Und ich bin fertig. Ja. So einfach geht das. Zweites Beispiel mache ich noch hinterher. Wie würde das aussehen, wenn ich hier dir nicht m gebe, sondern n gleich 7, nehmen wir mal eine krumme Zahl. Dann würde die Gleichung auch so aussehen, dass ich m brauche. Das ist jetzt der Buchstabe, der nicht gegeben ist. Und ich setze ein, y ist 3. M habe ich nicht, x ist 2 und n ist 7. So, was machst du jetzt? Das hast du gemacht, jetzt musst du dir überlegen, wie sieht es aus? Werte hast du eingesetzt, Plus und Minus wieder. Plus, du denkst, diejenige Linie zwischen, dann siehst du, dass das hier ein Block ist, den du nicht erst anrühren solltest. Aber die 7 steht dann alleine, die darfst du verschieben. Und die verschieben wir auch, damit die von der rechten Seite weg ist und m ein Stück weit einsamer wird. Und zwar aus der Plus 7 machen wir einfach eine Minus 7. So, aus 3 minus 7 wird eine Minus 4. Und hier auf der Seite ist es schon ein Stück einsamer geworden. Die 2 muss auch weg, dann sind wir hier schon fast fertig. Mal 2 machst du weg mit geteilt durch 2. Minus 4 geteilt durch 2, entweder im Kopf oder eintippen, ergibt minus 2. Und du bist fertig. So löst man auch diese Gleichung. So, das war's eigentlich auch schon. Also wir gehen nochmal kurz durch. Alle diese Gleichungen hier kannst du lösen, indem du dir überlegst, brauche ich diese Buchstaben hier vorne zuerst? Meistens steht da einer alleine.
Oder ist es so, dass ich einen der Buchstaben hinten brauche? Wenn es der Buchstabe vorne ist, dann darfst du rechts alles einsetzen, was du hast und ausrechnen. Wenn es ein Buchstabe ist, der mittendrin irgendwie hier steht, dann musst du umformen. Und das machst du, indem du alle Buchstaben, die stören, die Zahlen, die du eingesetzt hast, auf die andere Seite bringst. Und die Rechenzeichen drehst du dann einfach um, sodass aus Plus ein Minus wird. So kann man zum Beispiel das hier auf die andere Seite bringen. Plus 6 wird dann eine Minus 6. Und wenn da zum Beispiel eine 2 steht, dann machst du aus einer mal 2 eine geteilt durch 2. Und später in der 9. 10. Klasse aus einem hoch 2 einfach eine Wurzel und kriegst auch das weg. Damit kannst du 90% der Gleichungen auflösen. Ja? Sowohl bei Geometrie, Funktionen, Prozentrechnung und so weiter. So, jetzt im Anschluss siehst du noch, wie die Gleichungen, die da oben stehen, wie ich die umforme. Das geht einmal im Schnelldurchlauf, egal in welcher Klasse du bist, dann kannst du davon profitieren, weil ich die Gleichung für dich einmal vormache.